Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Einsamer Wolf. Flucht aus dem Dunkel. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play. Ich versuche heute mal was total Geknacktes. Ich möchte euch zeigen ein Fantasy-Spielbuch. Die Reihe heißt Einsamer Wolf. Ja? Und das Abenteuer Flucht aus dem Dunkel. Das ist also ein Buch für die jüngeren Zuschauer. Bücher, das gab es früher mal. Das ist sowas ähnliches wie ein iPad, nur ohne Batterie. Und da ist ein Abenteuer drin und das möchte ich mit euch zusammen spielen. Ja, 4x15 Minuten erstmal und gucken, ob das funktioniert, wenn ich hier als Märchenonkel rumhocke, weil man muss da ziemlich viel erzählen. Und ihr seht ja nichts, keine Grafik, ihr müsst die ganze Zeit mich ertragen. Kein Schwein weiß, ob das auszuhalten ist. Deswegen probieren wir das jetzt. Nur Versuch macht klug. Und ja, die Vorgeschichte fasse ich mal schnell zusammen. Es geht um ein Land namens Sommerlund. Das erinnert mich ein bisschen an Astrid Lindgren. Und ja... Ich bin in einem Kloster der Kai, Kai wie der Kai, ja, ja, ein Kampfmönch, irgendwie sowas, und habe da so eine Ausbildung. Es geht darum, dass es einen schwarzen Lord gibt, der die Welt bedroht. Im Großen und Ganzen ist das alles genau das gleiche wie bei anderen Fantasy-Geschichten auch, ja, Herr der Ringe und so. Der wurde mal besiegt, der schwarze Lord, alles ist prima momentan. Und da ist doch die Rede von irgendwelchen Königen, so genau brauchen wir es nicht. Würde ich sagen, sonst hocken wir ja alleine 16 Minuten nur hier mit der Vorgeschichte. Ja, es geht um ein Fest, da feiern die Kai-Mönche, lassen sich wahrscheinlich zulaufen mit Bier. Und ich bin jetzt eben ein Schüler namens Lautloser Wolf. Und der ist da offensichtlich irgendwie im Unterricht gerade, in der Ausbildung. Und ja, jetzt sagt der Lehrer plötzlich, das kenne ich sehr gut, Lehrer fragen was, nämlich zum Beispiel... würdest du uns freundlicherweise die Namen sämtlicher Küstenstädte der Ödlande aufzählen? Ja, und tja, keine Ahnung natürlich, ja, hock in der Schule, kein Plan von gar nichts. Und ja, da wird ein bisschen sauer, der Lehrer, und sagt halt jetzt irgendwie, ja, über deine Strafe werde ich das Schicksal entscheiden lassen und wirft eine Münze. Das heißt, letztendlich kommt dabei raus, dass ich ein zusätzliches Waffentraining absolvieren muss am nächsten Tag. Und wenn ich nicht komme oder wenn ich Scheiße baue, darf ich nicht an der Party teilnehmen, ja. Und dann saufen sich die alle zu und ich... muss vielleicht putzen oder so, keine Ahnung. Ja, und genau, Brennholz sammeln, da steht's. Ich soll Brennholz sammeln, wenn ich versage, und dann darf ich nicht zum Fest. Das ist natürlich doof, ja. Okay, das war die Vorgeschichte. Was jetzt kommt, ich habe es mir nur mal grob überflogen, so ein bisschen. Im Grunde spiele ich das auch blind, wie sonst auch immer. Und es geht halt jetzt los mit dem Aktionsblatt. Ich habe mir da ein paar Kopien gemacht natürlich, ja, das liegt jetzt alles vor mir so halbwegs, damit ich das einigermaßen zugreifen kann. Ja, jetzt muss ich erst einmal mir einen Charakter erschaffen, also quasi meine Eigenschaften auswürfen. Und jetzt wird es lustig, es gibt da so eine Zufallszahlentabelle, da muss man dann blind drauf tippen. Ja. Die gehen von 0 bis 9, vermute ich jetzt mal, nee, ja, von 0 bis 9, also 10 Zahlen. Da gab es doch mal so 10-seitige Würfel für Dungeons & Dragons. Ich glaube, ich habe sowas irgendwo noch, sowas Modernes wie den Würfel. Aber jetzt habe ich erstmal nur diese Zufallszahlentabelle. Okay, jetzt muss ich mit meinem Bleistift da drauf rumtippen und ja, die Kampfstärke ermitteln. Das machen wir jetzt. Das Blöde ist, ihr schaut jetzt live zu, das heißt, ich kann gar nicht so richtig bescheißen. Ja? Wie mache ich das jetzt? Ich mache das jetzt mal blind. Das ist eine 7, das glaube ich nicht schlecht. Die erste Zahl, die du so ermittelst, repräsentiert deine Kampfstärke. Addiere 10 Punkte zur ermittelten Zahl und schreibe das Ergebnis in das Kästchen Kampfstärke. Also 10 plus 7, das kriege ich auch gerade noch so im Kopf raus. 16, ne? Nein, 17. Das muss ich jetzt wo reinschreiben? Im Aktionsblatt. Kampfstärke. Aktionsblatt. Wo steht das denn jetzt schon wieder? Fängt ja schon mal beschissen an. Wo steht hier Kampfstärke? Ha, ich habe es gefunden, das auf Seite 2. Kampfstärke ist 17. Super, haben wir das. Ja, wenn es zu einem Kampf kommt, wird deine Kampfstärke mit der deines Gegners verglichen. Ein hoher Wert ist vorteilhaft, das ist schon mal nicht schlecht. Die zweite Zahl, die du ermittelst, ist die deiner Ausdauer. Genau, Ausdauer ist sowas wie Lebensenergie hier in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau, genau. Und das muss ich jetzt wieder tippen. Grob muss ich schon mal hinschauen, sonst tippe ich nur auf den Tisch, ne? Das ist klar. Ja, genau, daneben. Nochmal. 8. Ich bin gut. So. 8 plus
20 sind 28, das ist die Ausdauer. Ich bin schon ein ziemlicher Bulle, Kampfbulle, das freut mich. Weil dann stirbt man natürlich logischerweise nicht ganz so leicht. Ausdauerpunkte, haben wir das erledigt. Die Kai-Disziplinen, das habe ich mir vorher schon ein bisschen angeguckt, damit ich euch das nicht alles erzählen muss. Es gibt so 10 Spezialfähigkeiten, von denen ich 5 auswählen darf, die ich dann kann, ja, diese Spezialfertigkeiten. Und da gehen wir mal schnell durch, das habe ich schon rausgeschrieben gehabt, welche ich da nehme. Es gibt Tarnung, das ist sowas wie Schleichen und so, ne? Und einem Gegner nähern, ohne dass er mich bemerkt, das habe ich nicht genommen. Das zweite ist Jagd, das habe ich genommen, weil ich dann nämlich nicht ständig was essen muss. Ja? Ich wohne hier mitten in der Stadt in Würzburg und ich bin gewohnt, wenn ich Hunger habe, da gehe ich immer schnell zum Meckes, ja? Einfach nur ums Eck, und deswegen möchte ich das im Spiel auch so haben. Da muss ich nicht jedes Mal was essen, wenn es dann im Buch drin steht. Deswegen habe ich Jagd genommen. Und da muss ich auch ständig Futter mit mir rumschleppen, das ist mir viel zu umständlich. Dann haben wir hier sechster Sinn als nächstes, das habe ich auch genommen. Damit kann ich Gefahren erkennen, also quasi sowas wie der Spinnensinn bei Spider-Man. Und man kann auch Menschen oder Kreaturen durchschauen, was die in Wirklichkeit planen. Also sechster Sinn habe ich genommen. Dann kommt Spurensuche, das habe ich nicht genommen. Das erklärt sich von selber, was Spurensuche ist. Heilung habe ich genommen. Und zwar darf ich jetzt immer, wenn ich einen neuen nummerierten Textabschnitt beginne, darf ich dann hier immer einen Ausdauerpunkt, so muss es heißen, dazu zählen, wenn ich einen verloren habe vorher natürlich. Also ich habe ja jetzt 28 und wenn ich jetzt in einem Kampf irgendwie 5 verloren habe und nur noch 23 habe, dann darf ich, wenn ich in den nächsten Abschnitt komme, einen dazu zählen und dann das wieder erhöhen. Genau. Und zwar bei jedem oder nicht bei jedem. Genau, bei jedem nummerierten Textabschnitt, den du im Spiel passierst und den du nicht in einem Kampf dich befindest. Also das heißt, wenn ich wieder weiterkämpfe, dann kann ich das nicht machen. Aber Heilung ist, glaube ich, ganz gut. Dann Waffenkunde habe ich genommen auf jeden Fall. Waffenkunde, da kann ich eben dann mit bestimmten Waffen kämpfen. Und da muss ich gerade mal eine auswählen, wenn ich das richtig sehe. Das habe ich noch nicht gemacht. Und zwar, wie geht das jetzt wieder? Zufallszahl und dann aus der Liste auswählen. Ich brauche wieder eine Zufallszahl. Das machen wir jetzt mal. Bumm. 9. So, jetzt habe ich da eine Liste. Okay, die ist nummeriert und die Nummer 9 ist... Super. Breitschwert. Okay, ich habe ein Breitschwert. Das muss ich jetzt hier noch eintragen. Waffenkunde mit Breitschwert. Das schreiben wir mal da schön rein. Ich habe eine Sauklaue, ey. Ich kann meine eigene Schrift manchmal nicht mehr lesen. Ich bin es gewohnt, alles nur noch zu tippen. Da ist Handschrift so gut wie tot. Okay, Breitschwert, Waffenkunde. Aha. Ich darf nie mehr als 2 Waffen mit mir führen. Und wenn ich jetzt eine solche Waffe habe, ein Breitschwert, das habe ich jetzt nicht automatisch, dann erhöht sich die Kampfstärke für die Dauer des Kampfes um 2 Punkte. Und da muss man dran denken, ey. Plus 2 Kampfstärkepunkte, das schreibe ich mir mal in Klammern. In Klammern schreibe ich mir daneben statt Kampfstärke 17, in Klammern 19. Vielleicht denke ich da dann eher dran, das ist ja alles nicht so einfach, ne? So, Kampfstärke. Wir blättern um. Gedankensperre. Das habe ich genommen, und zwar, es gibt eine magische Fähigkeit, die heißt Gedankenstrahl, und die, damit können mich Leute angreifen. Und zwar den Geist kann man damit angreifen, logischerweise. Und da bin ich jetzt gegen immun, weil ich Gedankensperre ausgewählt habe. Ja, soweit klar, denke ich. Dann haben wir Gedankenstrahl, das ist genau das Gegenteil, das ist der Angriff, das habe ich nicht genommen. Ich bin nicht so der Zaubertyp. Ich mag so mehr draufhauen und so. Ne? Okay, dann haben wir Tierverständnis. Das ist was für die Tierliebenden, das habe ich nicht genommen. Das ist sowas, was Elfen normalerweise können, würde ich sagen. Man kann sogar Kontrolle über die Wahrnehmung, das Handeln eines Tieres übernehmen. Wollte ich nicht. Und dann habe ich Geist über Materie. Das habe ich auch nicht. Das ist auch irgendwie... wie nennt sich das? Telekinese ist das quasi. Also wenn man Gegenstände aus der Entfernung, so wie ein Jedi-Ritter, so Push, Force oder sowas machen kann. So, habe ich jetzt alles schon erwähnt. Ich habe Jagd, Heilung, Waffenkunde, sechster Sinn und Gedankensperre. Ich glaube, das habe ich alles erwähnt. Dann haben wir das jetzt. So, Ausrüstung.
eine grüne Tunika und ein Kai-Umhang. Rucksack, Gürtel und Lederbeutel, in dem Geld sich befindet. Ah, Geld. Ich muss eine Zahl aus der Zufallstabelle wieder mal ermitteln. Goldkronen. Okay, Goldkronen tippe ich jetzt hier wieder. Moment. Blind natürlich, selbstverständlich. 7. Ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Ich habe Glück einfach nur. So, das heißt, ich habe jetzt 7 Goldkronen. Das muss ich jetzt wieder irgendwo eintragen. Weiß der Geier wo? Da. 7 Goldkronen. So, und dann Gegenstände. Ich glaube, den Umhang und die Tunika, glaube ich, brauche ich nicht aufschreiben. Nö, brauchen wir nicht, Wenn ich was falsch mache, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Ne? Also das wird mit Sicherheit passieren, weil es ist gar nicht so einfach, sich auf dieses blöde Buch zu konzentrieren, auf die 25 Blätter und gleichzeitig hier noch rumzulabern. Ich bitte um Verständnis. Ja? So, okay, Waffen. Das haben wir schon mal kurz angesprochen. Aha. Wenn ich mit bloßen Händen kämpfe, dann muss ich mir 4 von der Kampfsteige abziehen. Ja? Deswegen wäre es schon ganz gut, ein Breitschwert zu haben. Und ansonsten bei normalen Waffen habe ich dann wahrscheinlich 0. Also da muss ich dann gar nicht abziehen und nichts dazu zählen, vermute ich mal. Hand oder Gürtel, ja okay, kann ich jetzt noch gar nicht eintragen, weil ich ja noch keine Waffe habe, glaube ich. Ablegen, wechseln, bla bla bla. Rucksackgegenstände. 8 Gegenstände kann ich im Rucksack transportieren. Ja, das ist so wie bei DayZ, ne? Nur hoffentlich nicht so kompliziert von der Menüführung her. Spezielle Gegenstände gibt es auch noch. Steht auch extra hier auf dem Aktionsblatt. Ich werde das irgendwie mal so ein bisschen einblenden zwischendurch, damit ihr das auch mal gesehen habt. Vielleicht habe ich es auch schon eingeblendet. Goldkronen ist klar. Bis zu 50, das muss ich mir aufschreiben. Ach, steht schon drin. Ha, maximal 50, sehr gut. Okay, Proviant. Man muss regelmäßig essen. Ich natürlich nicht, weil ich bin ja, ne, Jäger. Und wenn man nicht isst, kriegt man nämlich 3 Punkte abgezogen von der Ausdauer. Ich muss aber, das habe ich auch gelesen in der Jagd, wenn ich im Ödland bin oder in der Wüste, da kann ich dann auch nicht jagen. Ne? Das muss ich auch bedenken. Das ist ja eine Wissenschaft hier. So, Heiltränke. Das kennt man ja auch. Heiltränke geben 4 Punkte Ausdauer zurück, wenn man sie nach dem Kampf einnimmt. Während des Kampfes geht das nicht. Also so rumcheaten wie im Computerspiel, das geht nicht. Und ja, das sind alles Rucksackgegenstände, alle Tränke und Heiltränke. So, Kampfregeln. Das werde ich jetzt hier nicht durchgehen mit euch, das ist zu kompliziert, das machen wir dann, wenn wir in einem Kampf sind, das ist vielleicht sinnvoller. Ja, es geht im Prinzip darum, den Gegner auf 0 zu bringen, die Ausdauerpunkte, das ist ja ganz normal, wie sonst bei anderen Rollenspielen auch. Ja. Bla 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 bla, das ist ein bisschen kompliziert. Dafür gibt es dann auch wieder eine Kampfresultatstabelle und da muss man dann irgendwie nachschauen, die habe ich hier liegen. Aber das machen wir, wenn wir kämpfen und nicht jetzt. So. Eine Zusammenfassung der Kampfregeln findest du am Ende des Buches. Da gucken wir rein, wenn wir das müssen. Ne? So, einem Kampf ausweichen. Gut, ich kann also irgendwie auch auch wegrennen, so wahrscheinlich unter dem Motto, lieber einmal ein Feigling, einmal kurz ein Feigling, als ein Leben lang tot. Das geht aber nur, wenn wenn der Text das vorsieht. So. Dann haben wir die Ausbildungsstufen der Kai, das ist nicht so interessant gerade. Das ist erst interessant, wenn man spätere Abenteuer spielt, da kann man nämlich wieder zusätzliche Fähigkeiten dazulernen. Disziplinen heißt es. Kai-Disziplin. Kai-Weisheit. Das ist ein bisschen philosophisches Gelabere. Das brauchen wir nicht jetzt hier, glaube ich. Viel Glück für die gefährliche Reise, die nun vor dir liegt. Wir haben dann auch noch eine Karte hier im Buch. Das Land Sommerlund. Die Karte braucht man angeblich. Ich werde das auch vielleicht mal einblenden dann, ja? Damit ihr die auch mal gesehen habt, die Karte. Da muss man seinen Weg irgendwie finden. Das kann ja heiter werden, weil ich habe ja einen Orientierungssinn wie Nusshörnchen, sage ich immer. Ne? Okay. Und dann geht das Abenteuer quasi jetzt dann los. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue, sehe ich, dass diese Episode zu Ende ist. Ja, mit der Erschaffung des Charakters. Das tut mir sehr leid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, damit ich sehe, ob das ankommt oder total bekloppt ist. Und schreibt was in die Kommentare, das wäre auch sehr nett.
und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann wird es erst richtig kompliziert für mich. Ja, dann geht's nämlich los, das Abenteuer. Ich sag danke fürs Zuschauen erstmal und ciao, ciao!